Back again. Jo, weiter geht's. So, wir haben letztes Mal haben wir den Arenaleiter Falk besiegt. Ich war dabei stehen geblieben, dass ich ich wollte noch irgendwas erzählen. Also, das vergisst man, das sollte man sich aufschreiben. Fällt mir wahrscheinlich gleich ein. So, Professor Lind ruft an. Hallo Renke, ich habe eine neue Entdeckung gemacht. Genaues kann ich dir nicht sagen, aber ich möchte unbedingt, dass du das Ei an dich nimmst. Mein Assistent wartet im Pokémon-Supermarkt von Viola City auf dich. Sei so gut und hol es dort ab, ja? Ich hatte irgendwas zu erzählen. Was war denn das? Beutel. Ort, Blitz, ja. Ah ja, genau, ich weiß, was ich erzählen wollte. Und zwar, müsst ihr jetzt nicht erschrecken, und zwar hat der nette Falk uns erzählt, dass uns Pokémon jetzt bis zu einem Level von 20 gehorchen. Das trifft nur auf Pokémon zu, die rübergetauscht werden. Pokémon, die man hochtrainiert, gehorchen einem eigentlich immer. Das ist egal, wie viele Orden man hat. Wenn man Pokémon tauscht, dann vertrauen die einem natürlich nicht so und dann müssen die halt gehorchen einem nur so viel, so hoch, wie man halt den Orden hat. So. Das ist dieser dieser Assistent. Lange nicht gesehen, Renke. Professor Lind hat mich darum gebeten, hier auf dich zu warten. Er hat eine Bitte an dich. Und zwar hätte er gerne, dass du dieses Pokémon-Ei trainierst. Renke hält Ei. Ich hab da schon zwei. Nachdem du weg warst, erhielt der Professor von jemandem einen Anruf. Das Gespräch war bereits eine ganze Weile im Gang, als Professor Lind plötzlich laut durch das Labor rief, dann ist Renke genau der Richtige für uns. Danach bat er mich, dir dieses Ei zu überreichen. Tja, und hier bin ich. Es heißt, Pokémon schlüpfen erst dann aus ihrem Ei, wenn sie eine Weile an der Seite von munteren Pokémon verbracht haben. Und genau deshalb denke ich auch, dass du das Ei haben solltest, Renke. Pass gut darauf auf. So, Leute. Wer hat Bock auf Rührei? Nein, Spaß. Oh mein Gott, wie kann er sowas sagen? So, eine Person. Nanu, dieses Ei. Hohoho, ich verstehe. Dieser Pokémon hat es also Professor Lind geschickt und dieser gab es dann an euch weiter. So war das also. Das ist wirklich ein äußerst kostbares Ei. Vergesst das bitte nicht. Zieh es bitte mit viel Hingabe auf. Verstehen wir uns? Ein besonderes Ei? Na gut. Gut, dann gehabt euch wohl. Besondere Eier? Dann schmeckt das Rührei wahrscheinlich noch besser. So, weiter geht's. Und zwar, wie wird's, wir haben ja unser Kleinstein gefangen, deswegen werden wir uns jetzt mal kurz eine wichtige Sache abholen. Und diese Sache nennt sich VM-Zertrümmerer. VMs unterscheiden sich im Vergleich dieser Typ und die Zertrümmerer, lese ich jetzt nicht vor. VMs unterscheiden sich von TMs in diesem Fakt, dass man VMs so häufig beibringen kann, wie man will. Und TMs kann man nur einmal beibringen. TMs allerdings kann man immer gegen Attacken verlernen und VMs muss man beim Attackenverlerner verlernen und das heißt, man kann nicht eine Attacke für eine weitere Attacke verlernen. Versteht ihr? Sollte eigentlich klar sein. Ups, nein, ja, ja, ist klar. Rede nicht, aber nicht, jo, passt schon. Ja, ich weiß, habe ich gerade erklärt. So, wir haben jetzt hier Zertrümmerer, das ist die VM an sich Attacke schlecht eigentlich. Nicht unbedingt gut. Ja, will ich. So. Das bringen wir natürlich unserem Kleinstein bei, unserem Sklaven. Deswegen habe ich den halt mitgenommen, weil ich Verkehr und Stärke das brauchen will. So. Ups, das war falsch. Mal zurückgehen. So, wie ihr seht, können wir hier nämlich nicht weiter, weil hier ein so komischer Baum steht. Er bewegt sich, oh mein Gott, vielleicht ist es ein Pokémon. Man weiß es nicht. So, deswegen gehen wir erstmal nach unten weiter hier. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Ort, der sich die Alf-Ruinen, den Namen, die Alf-Ruin trägt. Hier warten so ein paar kleine Rätsel auf uns. So. Ja, okay. Hier befinden sich manchmal Items drin in diesen Steinen, wenn man die zertrümmert, aber das hat einen anderen Grund, dass ich die jetzt hier zertrümmere. Also erstmal aus dem Grunde, weil ich halt vielleicht die Items haben will. Manchmal sind halt zufällig, zufallsgeneratormäßig sind da Items drin. Mal gucken, ob ich ein bisschen Glück habe. Komm schon. Okay, oder halt eben Pokémon, das ist natürlich auch klar. Wird wahrscheinlich Kleinstein sein. Ja. Fliehen wir mal, das ist nämlich nicht gerade hohes Level und das brauchen wir nicht. So, dann können wir mal ganz kurz hier. Da nämlich. Ein Sonderbonbon. Sonderbonbon ist ein spezielles Item. Und zwar hat dieses Item die besondere Fähigkeit, dass man. Das mache ich gleich alles. Dass man. So, jetzt gucken wir mal hier noch was drin. Ich weiß es gar nicht. In irgendeinem war noch was drin. Ich glaube, ich weiß welcher.
haben die Fähigkeit, und zwar, dass ein Pokémon ein Level aufsteigt. Da war drin, genau. Das heißt, wenn ich jetzt meinem Igelava, unserem Tsunoko, den Sonderbonbon überreichen würde. Okay, kurz den Cut erstmal. YOLO, Swag, yo. Und zwar würde mein Igelava jetzt hier, können wir mal kurz zeigen, Level 16, das heißt, es würde instant auf Level 17 steigen. So, allerdings gibt es sogenannte EVs. Man sammelt EVs mit Kämpfen. Diese verbessern halt eben, okay, erstmal ganz kurz lang. Erstmal fangen wir kurz das nächste Pokémon, was wir brauchen. EVs sammelt halt eben mit Kämpfen. Bestimmte Pokémon bringen halt speziell bestimmte EVs. Allgemein bringt jedes Pokémon EVs, aber spezielle Pokémon zum Beispiel, fällt mir gerade ein, Tentacha zum Beispiel, wenn man Tentacha, das ist ein Wasser-Pokémon, wenn man das tötet, bringt einem das speziell zweimal, also zwei EVs Richtung spezielle Verteidigung. Das heißt, wenn man nun also den Level abmacht und nur mit Tentachas levelt und auch noch das passende Wesen hat, was zum Beispiel den Verteidigung, wenn jetzt hier speziell, also ein Wert der Spezialverteidigung hat, zum Beispiel Still. Still senkt den Angriff und erhöht den Spezialverteidigung. Wenn man also noch ganz viele Tentachas tötet, heißt es mit dem nächsten Level ab, ist dann dieser Wert, steigt dann zum Beispiel nicht nur plus 2, sondern er steigt dann zum Beispiel plus 11 oder sowas. Das nennt man dann eben EV-Training. So, und wenn man also nun diese Sonderbonbons benutzt, dann tötet man natürlich keine Pokémon, das heißt, man sammelt keine EVs. Das heißt, das Pokémon wird dadurch also nicht, es levelt zwar, kriegt auch Werte dazu, aber die Werte sind natürlich dann eben nur Standard und nicht eben trainierte Werte. Das ist eben der Vorteil, wenn man eben Pokémon tötet. Und deswegen benutze ich diese Sonderbonbons halt eben nicht, weil meine Pokémon halt eben nicht so eine Schluffi-Pokémons werden sollen, sondern eben schon was drauf haben. So, Pokémon, das will ich haben. Einzig und allein aus dem Zweck, dass ich, oder dass wir, ne, ich muss mal kurz meine Pokémon-Liste. Obwohl, ne, unser Kleinchen wird wahrscheinlich getötet mit einem Dings. Ups. Nein, das wollte ich sogar aktivieren, oh mein Gott. Jetzt soll ich sowieso keine Attacke mehr setzen, einsetzen. Aus diesem Zweck, dass wir ein Pokémon brauchen, was Blitz erlernen kann, und dafür eignet sich Knuffelnseid eben gut. So, ein bisschen Glück. So, wir haben Glück gehabt, dass es jetzt instant drin geblieben ist, obwohl wir es nicht geschwächt haben. Aber es liegt daran, dass halt eben so höher das Pokémon ist, was man im Kampf hat, was dagegen kämpft, so gesagt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es einfängt. Also das nennen wir ganz einfach Proforma VM Sklave 2. Ich sag ja, das sind halt eben die, die kommen halt später wieder aus dem Team raus. So, ja, gut, dann können wir es wieder zurück hier. Das werden wir nämlich ganz kurz gleich brauchen. So. Das werden wir auch noch für Zeitschneider brauchen. Weil später werden wir ein Pokémon-Mitglied haben, das die meisten benötigten VMs, die man im Spiel braucht, mit also als ein Pokémon abdecken wird. Das wird dann Stärke, Zertrümmerer, Kaskade und Zerschneider beherrschen können. Na, Kaskade oder Surfer? Ich weiß es nicht ganz genau, muss ich gucken, wie ich das mache. Das wird auf jeden Fall beherrschen, das heißt, das wird dann keine Probleme machen. So. Jetzt haben wir hier die sogenannte Alfruine. So. Können wir mal so das Rätsel lösen? Ich weiß gar nicht. So und. Ne, das war richtig. So. Oh mein Gott, Jesus. Wenn du hier von oben heruntergefallen bist, bedeutet das ja nie im Leben. Du hast tatsächlich das Puzzle der Steintafel gelöst. Das ist ja wunderbar. Du scheinst ein Händchen für Archäologie zu haben. Hier, nimm dieses Inkognito-Heft. So, Inkognitos, ja, die tauchen jetzt hier auf. Das sind Pokémon, die sind schlecht, die können nur eine Attacke und die haben aber ganz verschiedene Formen. Diese Attacke ist halt eben Kraftreserve. Diese Attacke passt sich den Werten eines Pokémons an. Das heißt, sie kann verschiedene Elemente haben. An sich hat das Element normal, aber
je unterschiedlich Pokémon ist, desto und die EVs verteilt sind, soweit ich weiß, passt sich die Attacke an. Das heißt, du kannst dann eine Attacke haben, die auf einmal Eis ist oder Feuer. Kann man mit der Verteilung dann eben auch speziell beeinflussen, aber da habe ich mich noch nicht so viel beschäftigt, weil ich diese Attacke irgendwie noch nicht so. Also ich weiß nicht ganz genau, wie das genau verteilt wird, und das ist nicht ganz so einfach. Da muss man immer das alles speziell ausrechnen und sowas. Das ist nicht mein Ding. So, das war jetzt die erste Sache, die war aber eigentlich relativ unnötig, sagen wir es mal so. Die Cognito-Effers wollten wir nicht unbedingt haben. Da werden halt alle die Cognitos eingetragen, die wir fangen oder die wir sehen, ich weiß gar nicht. Brauchen wir jetzt nicht. Aber wir brauchen eine zweite Sache. Und zwar steht jetzt irgendwas. Und ich bin so ein Boss, ich kann das lesen. Ah ne. Ach, was laber ich da? Blitz haben wir gar nicht gebraucht. Das kommt später. Das kommt in dem das kommt später in der Ruine. Was wir jetzt brauchen, ist das hier. Blitz kommt später noch in Alf-Ruine vor. So, und wir haben so eine kleine Kammer entdeckt. Sinebeere. Eine Persivbeere. Also ganz ehrlich, diese Beeren würde ich nicht mehr essen. Wer weiß, wie lange die hier schon drinnen lagen. Energiestaub und Heilpuder. Sehr hilfreiche Items. Kann man gut gebrauchen. So, dann sind wir sowas. Ich weiß es nicht, das kann ich allerdings nicht lesen. So ein Boss bin ich nicht. Aber da steht jetzt irgendein Text mit diesen Cognito-Zeichen, whatever. Das weiß ich nicht. Und sind wir wieder hier unten. Ja, nicht da was? Ne, sah nur so aus. Hätte sein können, dass irgendwas unversteckt ist. Jo, das war jetzt kurz das erste Rätsel Alf-Ruinen. Später seht ihr halt die Cognito verschiedene Formen. Das ist halt das erste Rätsel Alf-Ruinen. Das kann man später weitermachen. Habe ich soweit noch gar nicht weitergemacht. Das war jetzt halt eben so, das habe ich mal früher immer gemacht. Dieses hier. Beziehungsweise Max habe ich es nicht gemacht dann einmal. Aber ich habe es mal so alleine gemacht. Das ist so ein kleines Rätsel. Oh shit! Der Part geht schon zu lang. Ich muss mal kurz einen Cut machen. Lalala. Ich habe natürlich nicht die komplette Folge gemeint, sondern nur diesen einen Part, den ich natürlich mit dem Cut gemacht habe. Aber egal. Wird schon passen. So, ja, und deswegen, also diese Alf-Ruine gibt es halt eben im Laufe der Story, kommen dann immer mehr verschiedene Rätsel, die man dann lösen kann. Und am Ende gibt es halt mehr Räume, wo dann auch seltenere Items drin sind. Das waren jetzt halt eben zum größten Teil nur Bären. Später kommen dann so Items, die man halt normalerweise, die man so normalerweise jetzt nicht unbedingt findet. Kann man machen, aber ich habe es jetzt noch nie weitergemacht. Aber nein. So. Weiter geht's. Das war das eigentlich so mit Alf-Ruine. Da vorne geht's noch weiter. Kommen wir dann später mit Surfer und sowas hin. Das leckt jetzt gerade so ein bisschen, oder? Gerade so ein bisschen langsamer. Na, jetzt geht's wieder. So. Okay. Jo. Jetzt haben wir das auch gemacht soweit. Ja, dann geht's mal hier weiter nach unten. So. Warte, warum die Eile? Du hast einige gute Pokémon dabei. Sie sind bestimmt deshalb so gut, weil du sie in Viola City so hart trainiert hast. Die Pokémon-Arena war sicher ein ganz besonderes gutes Training für sie. Hier, das ist für dich. Als kleines Andenken an Viola City. Wenn du einem Pokémon gibst, soll angeblich die Stärke all seiner Attacken von Pflanzen steigen. Ja, kann man gebrauchen, Wundersaat. Ich habe nur leider im Moment kein Pflanzen-Pokémon, deswegen nützt mir im Moment, at the moment, dieses Item gar nicht. So Leute, wieder da. Alle Dinge haben so ihren Nachteil, wie ich vorhin erwähnt habe. Hat es draußen geschneit. Und das Problem ist natürlich, man kann sich über den Schnee freuen, aber es kommen auch Auftraggaben dazu. Ich muss jetzt gerade noch schnell den Schnee schippen. Und ja, deswegen. Ich habe davon jetzt zwar nichts gemerkt, aber ich war jetzt kurz eben weg. So, wir waren stehen geblieben mit dem Trainer zu rapieren. So, jetzt dauert das eigentlich auch nicht mehr lange, wenn ich mich nicht irre. Ich muss ganz kurz überlegen. Obwohl, ja. Ich mache jetzt hier kurz den Cut und zwar kommt was Lustiges gleich. Ich werde es erstmal kurz ein bisschen brauchen, ihr werdet dann sehen, was da kommt. Was denn, Leute? Naja, gut, ich habe mich doch ein wenig geirrt.
das, was ich machen wollte, kommt doch erst ein bisschen später, aber naja. So, gehen wir noch schnell weiter hier. Ich habe noch 2 Minuten, glaube ich. Ja, noch 2 Minuten habe ich, glaube ich, noch. Dann ist erstmal mit diesem Party hier. Geht es dann erstmal zu Ende. So, ja. Und wenn das Teammitglied kommt, dann kurz nach dem nächsten Arena-Leiter. Joa. Ich werde mich jetzt mal schnell auf den Weg hier machen dahin. Und jo. So, hier kriegen wir Schutz, den können wir auch mal theoretisch gebrauchen, aber nicht jetzt. Denn jetzt wollen wir noch so viel Training haben wie möglich, deswegen werde ich das jetzt mal jetzt hier deaktivieren. So, ein kleiner Kampf mit einer telefonierenden Dame. Sollte man eigentlich normalerweise nicht anreden, wenn Damen telefonieren ist. Naja. Aber naja, hier war so gnädig und lässt uns ran. Also jetzt hier, ne? Nicht irgendwie zweideutig denken. So, One KO. Oh, so ein Volltreffer. Ja. So, jetzt können wir schnell einen kleinen Run hier, die letzte Minute noch. Ganz schnell. Ja, natürlich will ich deine Handynummer haben. Hallo? Handynummer von Frauen kann man nicht genug von haben. Jo, so, dann gehen wir schnell ein bisschen weiter hier. Jetzt wird es theoretisch für uns vom Typenvorteil her ein wenig unvorteilhaft. Kurz. So. So. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt immer den Cut, dann mache ich gleich. Also, dann war es das für heute erstmal. Weil die Trainer, wenn ich jetzt anfange, das würde zu lange dauern. Okay Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Viel Spaß noch und bis dann.